mal Elefantenohrenblätter da. Monstrous. Bitte? Elefantenohrenblätter. Ja. Das Elefantenohrenblattpflanze. Die heißt wirklich so. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Memories Beach Bar. Wahrscheinlich wird sie wohl auch am Memories Beach sein. Und sind von der Hauptstraße aus die Beschilderung reingefahren. Da kam sofort ein Schotterweg, der dann so nach bestimmt 2 Kilometern in einen Sandweg wie diesen hier übergegangen ist. So, es sieht nicht aus, als wird das sich so schnell ändern, weil laut Google Maps haben wir dann nochmal die gleiche Strecke vor uns. Und also besonders prickelnd ist auf diesem, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich zeige es euch mal, hier auf diesem Sand ist nicht prickelnd zu fahren. Kennt ihr vielleicht als Kinder, wenn ihr mit dem Fahrrad in den Sand reingefahren seid und vorne ist dicker Schotter. Das fährt sich auch nicht besser. Also das ist eine Scheißfahrerei. Aber komischerweise hat Michi da hinten drauf keine Probleme. Aber wenn ich auf dem Highway fahre oder über den Hügel drüber will, dann ja. Aber hier, nee. Muss man nicht verstehen. Aber egal. Hab sie trotzdem lieb. So, wir sind jetzt am Memories Beach angekommen, sind vorbeigefahren an dem Elefantencamp. Und der Weg hierher war scheiße. Aber ich denke mal, es gibt sicherlich einen besseren Weg hierher. Das ist ja nur cool gemacht für Skater, Inliner, junge Leute hier. Ja, schon cool. So, und hier geht's zum Strand. Das ist bekannt fürs Surfen. Also Surfen in anderen Verhältnissen, als wir das jetzt im Fernsehen vielleicht von Hawaii oder so kennen. Aber ist schon Hammer. Leute, das ist ein Traum hier. Absolut irre. Vorne rechts ist Pakarang Cave. So eine Landzunge. Und das hier ist, wie gesagt, Memories Beach. So, die Bar hat zwar momentan zu, aber ich denke mal, coole Sache, wenn das geöffnet ist. Also die Sonne knallt extrem, ich sehe relativ wenig auf dem Display.
Ja, die Jungs warten auf die nächste Welle. Und sie kümmt nicht und kümmt nicht. Wie sie alle warten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und ich. Und tschüss. Ich schwenke jetzt einfach mal rum. Du weißt, was das sind? Ja, Bojen. Ah, das ist auch bemalt. Ich glaube, wir sind hier definitiv die Ältesten. Schön. Also das ist definitiv ein Surferstrand hier für junge Leute. Hier gibt es alles zu kaufen, zu reparieren. Also alles rund ums Surfen. Die Tafeln sind teilgeschrieben, nichts für uns. Entkernt und ja, gute Idee, gut gemacht. Also irgendwie kommt man sich so ein bisschen vor hier wie auf Hawaii. Schon sehr cool. Ja. Ja, die Stühle sind toll gemacht. Michi sagt Game of Thrones. Erinnert ein bisschen daran. Dann schau mich mal an. Hier kann man Bretter kaufen, reparieren lassen. Also das ist schon, wie sage ich immer ganz gerne, liebevoll gestaltet. Toiletten, Umkleideräume und Duschen sind
ja, dekorativ gemacht. Auch wenn teilweise unten der Siphon fehlt. Aber okay. Ja, ist nett gemacht. Und es ist sauber. Es ist wirklich sauber. Also ich mache das normalerweise nicht. Ich filme eigentlich nicht in Toiletten rein, aber ist okay. Und saubere Toiletten sind in Thailand nicht die Regel. Alles für Surfer. Sawadee-krap, Lady. I do it for you too. Is it okay for you?